Wir fahren von hier bis zur zweiten Pylone. Bist du bereit für eine Klatsche? Kräfte messen, um Kasse zu machen. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ein Kunde, der undercover unterwegs ist. Wir haben heute einen Mystery Shop. Und ein Nachwuchshändler, dem zum Ärger des Chefs der Sprit ausgeht. Es bleibt einem hier auch nichts erspart. So eine Scheiße. Solche Pannen dürfen nicht passieren. Geht nicht, völlig. Im High-End-Luxussegment erfüllt er seinen Kunden jeden Wunsch. Der Berliner Edeltuner Ali Ekici. Ich bin über 20 Jahre jetzt in der Branche, in der Tuning-Branche unterwegs. So in den letzten Jahren habe ich mir dann noch ein paar andere Geschäftsfelder zugeeignet. Die Designentwürfe für andere Hersteller. Ali hat für diesen Ferrari-Fan einen Porsche optisch aufgemotzt. Bei PS-Junkie Patrick wittert der alte Hase ein größeres Geschäft. Mein Kumpel Patrick ist jetzt gerade gekommen. Herr Patrick hat seinen Porsche umbauen lassen. Ich würde ihm am liebsten noch eine Leistungssteigerung verkaufen wollen, damit der Wagen auch wirklich der Optik entsprechend auch fährt. Ich bin sprachlos. Was soll ich dir sagen? Das ist, ich freue mich sehr für dich. Das ist ein Traum. Hör mal, guck mal, wie der wirkt. Das ist ganz anders. Guck mal, wie der wirkt. Richtig brachial. Da sehen die ganz normalen, die Originalen, wie weichgespült aus. Ja, ist auch so. Ja, aber was hier auf jeden Fall noch fehlt, ist ein Performance Package. Was heißt Performance Package? Damit du ein bisschen mehr Leistung hast mit dem Ding. Naja, wenn ich PS haben will, dann habe ich dafür das da. Der hat richtig Pferdchen. Naja, komm, lass uns einfach mal eine Probefahrt machen. Und okay. Dann kannst du dir selbst einen Eindruck von machen, okay, vom neuen Fahrwerk und alles. In der Liga, wenn du dann ein Fahrzeug wirklich auf 1000 PS Optik machst, dann geht es nicht, dass du da mit Serienleistung durch die Gegend fährst. Eigentlich sollten satte 520 PS für den Berliner Pendlerverkehr doch reichen, oder? Und was sagst du vom Fahrverhalten her? Ist geil? Super, also ich bin richtig zufrieden. Aber mehr PS bedeuten für Ali mehr Gewinn. So, was ist denn jetzt mit einer Leistungssteigerung hier? 520 PS, damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Nee, was würdest du denn da machen? Na, du würdest 670 PS da machen, so wie dein Ferrari. Doch. No way. Doch, garantiert. Machst du dann größere Turbolader, Ladeluftkühler? Nein, ich spiele dir nur eine Software rauf. Und was kostet das? 4 Kröten. 4.000 Euro? Was für was? Für, dass du einen Laptop mit einem USB-Stick reinsteckst? Mann, oder? Patrick, das ist ja hier kein Windows-PC. Wir reden hier vom Porsche Turbo. Mhm. Ich meine, für so ein Auto eine Software schreiben, das kostet richtig Geld und Lizenzen. Ja. Und 4 Mille ist da gar nichts. Ja, okay. Reg dich nicht auf, entspann dich. 4.000 Euro haben oder nicht haben. Nur blöd, dass man das nicht wirklich testen kann. Doch, kann ich. Ich kann dir das sogar beweisen. Wir testen dein Auto gegen mein Auto. Unter realen Bedingungen. Quervergleich. Genau so ist es. Auf einer legalen Rennstrecke und fertig. Was, okay, hältst du davon? Aber heute dann noch, oder wie? Na klar. Good, good. Er wird nachher, wenn sein Hintern anfängt zu schlottern und in seinem Ferrari das Nachsehen hat, dann wird er definitiv sagen, Ali, steck deinen USB-Stick rein und baller mir die Software rauf. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Verkaufsleiter Carsten Küsters aus Neuss hat das Steuer nicht selbst in der Hand. Er muss sich auf den Umsatz seiner Mitarbeiter verlassen. Die Art meiner Verkäufer hier ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es gibt Menschen, die sagen, Küsters, du hast hier eine Freakshow. Die jüngste und schönste im Team, Maria. Ich bin eigentlich jemand, der erstmal sich alles anschaut und die Lage checkt, sag ich mal. Guckt, wie ist alles. Auch bei dem Kunden ist es genauso. Ich schaue erstmal, was ist das für ein Typ? Was möchte der überhaupt? Warum ist der hier? Um dann in die Vollen zu gehen. Der Älteste und Erfahrenste kümmert sich um die Gebrauchtwagenabteilung. Der Umgang mit den Menschen macht mir unheimlich viel Spaß. Auszuloten, was möchte er? Das ist das, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und wo ich eigentlich jeden Morgen denke, schauen wir mal, was heute kommt, welche Überraschungen. Eine, mit der die beiden Autoverkäufer gewiss nicht rechnen. Ihr Chef stellt sie heute auf die Probe. Die einzige Möglichkeit für mich, mal rauszufinden, wie meine Verkaufsmannschaft wirklich funktioniert, ist, dass ich mal einen Testkäufer kommen lasse. Jemand, der auch sich anfühlt wie ein echter Kunde und von dem ich dann nachher einfach mal ein Feedback bekomme, wie wirkt das? Wie wirkt das auf der anderen Seite? Gibt es was, was wir besser machen können? Gibt es Sachen, die wir vielleicht schon sehr gut machen? Ja, und ich freue mich dann auf das spannende Ergebnis heute Abend. Guten Tag, hallo. Guten Tag, grüß dich. Mariam Nassur, hallo. Thomas Wulier, hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Auto. Ja. Ich brauche dringend ein neues. Okay. Erste Frage wäre, was war Ihr altes Auto? Ich hatte vorher einen Opel Astra. Okay. Und ich sag mal, jetzt was Vergleichbares Größe muss eigentlich nicht mal ganz so groß sein. Mhm. Ich habe festgestellt, im Stadtverkehr ist er wahrscheinlich schon einen Tick zu groß. Also der perfekte Stadtwagen ist eigentlich der 208. Genau. Ne? Wo Sie auch noch so ein bisschen Kofferraum mit dabei haben. Genau, ne? Das wäre mir dann durchaus schon wichtig, genau, dass ich sowas habe. Zwischenfazit des Undercover-Kunden. Also sie macht auf jeden Fall einen freundlichen, engagierten Eindruck. Bisschen zurückhaltend so in ihrem Wesen. Aber sie hat mich noch gar nicht nach dem Preis gefragt. Das ist mir zum Beispiel gleich als erstes aufgefallen. Normalerweise für einen Verkäufer ist es eigentlich schon so das Entscheidende, auf welchem Budget man irgendwie arbeiten kann. Deswegen bin ich dann sehr gespannt, wie es dann gleich laufen wird, wenn wir dann wirklich dann sozusagen über die harten Zahlen dann sprechen und ich dann sage, nee, ich habe eigentlich nur 11.000 Euro. Wenn Sie möchten, gehen wir einmal zum Platz. Ja. Suche ich einmal raus, was wir für Autos momentan hier haben. Chef Küsters will wissen, ob die junge Mitarbeiterin ihr Geld wert ist. Jetzt bin ich gespannt, wie der Weg jetzt weitergeht. Also wir investieren ja auch in Mariam, wird zertifiziert, hat eine sehr intensive Ausbildung. Und dann möchte ich heute Abend auch mal so ein Feedback bekommen, dass man sagt, ja, das, man merkt, dass wir da auch ein bisschen nach vorne kommen. Mariam ahnt nicht, wie sehr sie unter Beobachtung steht. Das ist einmal die Preisliste. Ja. Kann ich Ihnen Kaffee oder ein Wasser anbieten? Nee, jetzt danke spontan, im Moment noch nicht. Okay, alles klar. Getränke. Ne? Ich bin da ganz oft hinterher. Wir haben alles da, was man braucht, außer jetzt so die harten Sachen, also Schnaps und sowas. Ja, und das schläft manchmal so ein bisschen ein. Und wenn ich durch den Laden tiger, dann machen sie es manchmal vielleicht, weil sie mich laufen sehen und denken, oh Gottes Willen, bevor der jetzt gleich vorbeikommt und den Kunden fragt, hat man ihnen nichts zu trinken angeboten? Bislang läuft's bei Mariam rund. Was ist mit dunkelblau? Steht direkt hinter Ihnen. Der Wagen. Achso, ich weiß, kurz. Ist ein Auto, das Laune macht, alles ja? Alles klar. Haben Sie irgendeine Vorstellung? Also ein Limit. Soll ich tippen, was er kostet? Haben Sie ein Limit? Limit, was ja. Sie nicht überschreiten möchten? 11.000 Euro habe ich veranschlagt. Das wird sehr eng. Wenn ich mal umgekehrt fragen darf, was würde dir denn liegen? Jetzt, also über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Mit 16.000 ist er ausgezeichnet. Ich krieg den gerechnet auf 15,5. Also den Zeitpunkt, wenn man über das Budget redet oder das Budget abfragt beim Kunden, ist bei mir persönlich bewusst oft erst am Schreibtisch, weil ich erstmal schauen möchte, was der Kunde wirklich gerne hätte am liebsten und ob ich das realisieren kann. Wir können diese 4.500 finanzieren. Also ich mich dann noch verschulde dann extra für ein Auto, bin ich eher ein bisschen skeptisch, muss ich jetzt sagen. Es kann Ihnen aber dazu verhelfen, wenn Sie mal wirklich einen Kredit brauchen, dass das einfach nur gut war, dass Sie diesen Kredit aufgenommen hatten. Ja. Sie bekommen einen Schufa-Eintrag. In dem Schufa-Eintrag wird aber auch stehen, dass Sie regelmäßige Raten bedienen. Das heißt, wenn Sie mal Not haben, wenn Sie ein Haus, eine Wohnung etc. irgendwas Größeres anschaffen möchten, dann wird die Bank immer sehen, dass Sie regelmäßig Raten bezahlt haben. Das heißt, es wird ein positiver Schufa-Eintrag. Sieht der Spion des Chefs das auch so? Was eine gute Verkäuferin machen sollte, hat sie natürlich versucht, mir dann, sage ich mal, alternative Optionen anzubieten. Sprich, die Finanzierung kam ins Spiel. Was ich übrigens sehr interessant fand, dass sie versucht, mir das mit einem positiven Schufa-Eintrag zu verkaufen, wo ich gedacht habe, warum sagt sie dann nicht eher, ach Mensch, sind überschaubare Raten und können sie doch bestimmt locker irgendwie unterbringen. Also da habe ich mich über den Fokus gewundert. Aber ich sag mal, mit den Eckdaten, muss ich sagen, kann ich mir das im Augenblick so nicht vorstellen. Kein Problem. Wir haben auch 208er als Jahreswagen da im Gebrauchtwagenbereich. Ja, ich zeige Ihnen dann einmal direkt den Kollegen, würde ich sagen. Ja. Ja, wir gucken direkt, ob er frei ist. Das wäre super. Und dann schauen wir, ob wir da fündig werden. Hm? Ja, okay. Okay, alles klar. Statt gar nichts zu verkaufen, übergibt sie an den erfahrenen Gebrauchtwagenhändler. Ganz im Sinne des Chefs. Zu meinen Aufgaben gehört es einfach, diese Abteilung so zu besetzen, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, so jedem Kunden irgendwie so den passenden Verkäufer an die Seite zu stellen. Ne? Wir haben keine zwei Verkäufer, die sich gleichen. Das sind grundunterschiedliche Charaktere. Sie haben auch unterschiedliche Arbeitsweisen. Zwei, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mariam und Kollege Lothar Hoppe. Tut manchmal so, als würde er telefonieren. Ach so, nicht, dass wir Sie jetzt gerade im Gespräch mit Ihrer Frau unterbrochen haben. Nicht, dass wir jetzt eine Ehekriege auslösen. Schönen guten Tag, Lothar Hoppe ist mein Name. Thomas Vollier, grüß Sie, hallo. Was kann ich für Sie tun? Lothar, wir suchen einen Gebrauchtwagen. Ja. 208er Größe ungefähr. Bitte sehr. Verkaufen muss man lernen. Du weißt vorher nicht, wer kommt auf dich zu. Du weißt überhaupt nicht, was der will. Das heißt, du musst von einer Sekunde auf die nächste, musst du bereit sein, dich auf diesen Kunden einzustellen.
In Berlin will Edeltuner Ali seinem Kunden Patrick eine 4000 Euro teure Leistungssteigerung verkaufen. Doch der ist skeptisch. Wenn es nach Logik gehen würde, dann sagt man sich, braucht man eigentlich nicht. Man braucht das alles nicht. Man kann ein Fahrrad nehmen. Moment. Guck mal, ein Smart und diese ganzen Sachen in der Stadt, ein Fahrrad tut's auch. Was ist das? Und du hast die öffentlichen Verkehrsmittel. Aber die sind auch so schnell. Aber warte, lass mich doch mal ausreden. Aber man lebt nur einmal. Und für mich ist ein Automobil auch Emotion. Und ich sage mir, ich habe nur dieses eine Leben. Und das versüßt sich der Immobilienmakler mit edlen Karossen aus dem Luxussegment. Jeder hat sein Hobby. Und das ist unser Hobby, die Liebe zum Automobil. Freund von mir sammelt Ameisen. Ja. Gibt's auch? Ja, oder? Definitiv. Schmetterlinge? Er hat seine eigene Ameisenfarm. So was? Voll krass. Ja? Im Duell will Ali beweisen, wie sein getunter Porsche selbst einen Ferrari schlägt. Ich würde sagen, die Stunde der Wahrheit ist gekommen, oder? Ja, jetzt zeig dir erstmal, wie der Zuffenhausener Pferdchen hier überhaupt loshüpft. Wir fahren von hier bis zur zweiten Pylone. Okay. Ich denke mal, von hier bis dahin sind es ungefähr so 220 bis 240 km/h. Ja? Nur fliegen wir schöner. Ja, definitiv. Bist du bereit für eine Klatsche? Ich kriege Angst. Ich kriege wirklich Angst. Ich habe auch Muffensaft. Na dann zieh durch. Na dann möge der Bessere gewinnen. Genau oder? So ist es. Klar ist das eine Frage der Ehre irgendwo, aber wir beide sind ja fast wie, das ist wie Familie. Also im Endeffekt, Brüder müssen sich ab und zu mal aneinander messen und das bringt so diesen leichten, diesen kleinen Kick. In diesem Fall den Adrenalinkick. Ich hupe, okay? Okay. Dreimal, beim dritten fahren wir los. Auf die Plätze, fertig.